Hallo und guten Tag. Mein Name ist Matthias Heinrich. Ich helfe Menschen und Unternehmen seit 2010 mit Coachings und Seminaren über sich hinauszuwachsen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, innere Bilder von bestimmten Situationen in Vertrieb und Führung zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu korrigieren. Kurze Impulse wie der folgende lassen neue Ideen und Inspirationen in Ihr Tagesgeschäft einfließen. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem heutigen Belgian-Impuls. Es geht um das Thema, wie sich Seminarleiter eigentlich weiterbilden. Seminarleiter sollen Teilnehmer zur Veränderung inspirieren. Wie aber bilden sie sich selber weiter und ist das überhaupt noch nötig? Denn eigentlich sollten sie doch schon alles wissen, oder? Das heutige Thema hat mich angesprungen, weil ich seit 2017 sehr viel an Seminaren selber teilgenommen habe. Und natürlich kann ich die Frage der Weiterbildung nicht für alle Menschen beantworten, die Seminare geben. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle heute auf eine Selbstreflexion beschränken. Als Seminarleiter sehe ich meine Aufgabe darin, meine Teilnehmenden zu inspirieren, über sich selber nachzudenken, und zwar mit dem Ziel, am Ende über sich hinauszuwachsen. Das ist das Thema unserer Seminare, so steht es in unserem Logo. Belgian-Seminare nehmen ja genau für sich in Anspruch, eben nicht methodisch, also mit Rezepten im Umgang mit anderen Menschen zu arbeiten. Wir wollen im Belgian-Seminar Ideen geben, Bilder im Kopf dann auszutauschen, wenn es von bestimmten Situationen Bilder gibt, die für unsere Teilnehmenden, nicht für uns, besser passen. Dass dieses uns offensichtlich ganz gut und erfolgreich gelingt, beweisen die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die wir nachhaltig zu unseren Seminaren bekommen. Ja, dann machen wir ja soweit alles richtig, oder? Naja, würden wir diesen Erfolg sonst haben? Sicher nicht. Aber das Bessere ist der Feind des Guten. Und da ist es natürlich auch für uns wichtig, immer wieder neue Ideen, Impulse und Strömungen im Markt aufzunehmen. Und ich persönlich mache mich seit September 2017 auf eine Reise, mich selber besser kennenzulernen und mich damit am Ende auch auf ein höheres Level an Qualität zu bringen. Dem Grunde nach kommen in meinen Seminaren eigentlich nur zwei Dinge zum Tragen. Punkt Nummer eins, wie vermittle ich die Inhalte? Und da habe ich mich dem Grunde nach zunächst mal darauf verlassen, was Beat Imhoff und Rudolf Belgian in vielen Jahren an Erfahrungen entwickelt und in die Belgian-Seminare umgesetzt haben. Und der zweite Punkt, was vermittle ich an Inhalten? Und auch hier nutze ich natürlich viele Aspekte dieser beiden Herren, aber die Welt dreht sich gleichwohl immer schneller und es kommen natürlich neue Anforderungen, neue Themen immer wieder neu hinzu. Und diese werden ergänzt durch meine Erfahrungen. Und genau beim Thema der Erfahrungen kommt die Weiterbildung ins Spiel. Denn je breiter meine eigene Erfahrung, desto besser kann ich neben dem Programm, was wir uns in den Seminaren erarbeiten, Impulse und Ideen geben, auf Fragen meiner Seminarteilnehmenden eingehen. Und dabei geht es nicht darum, dass ich die Welt besser verstanden habe oder sie besser verstehe. Es zählt für mich einzig die Fähigkeit, meinen Seminarteilnehmenden solche Fragen zu stellen, dass sie selber für sich nach den Antworten Ausschau halten. Und dazu halte ich es nicht für notwendig, alle Situationen, die mir die Teilnehmer schildern, vielleicht selbst erlebt zu haben. Das wäre vermessen. Ein gutes Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit, dass ich mich empathisch einlassen kann, sind jedoch eine gute Grundlage für die eigene Weiterbildung. Und exakt an diesem Punkt habe ich in den letzten Jahren mich mit viel Freude beschäftigt, mit Erfolgsboostern und auch mit Erfolgsverhinderern, insbesondere aber mit meiner inneren Einstellung zu mir selbst. Und da habe ich viel reflektiert. Bin ich deswegen jetzt ein besserer Mensch? Mit Sicherheit nicht. Bin ich ein besserer Seminarleiter? Nun, darüber entscheiden meine Teilnehmenden und nicht ich.
Was ich aber schon mitgenommen habe, sind eben viele neue Erfahrungen, die sich zu den bereits gemachten Erfahrungen dazugesellen. Und ich denke, es ist genau das, was einen sehr guten von einem mäßigen Seminarleiter unterscheidet, die Erfahrung. Erfahrung übrigens lässt sich nicht anlesen. Erfahrung wird nicht in Videos oder Podcasts gemacht. Erfahrung wird gelebt und nichts anderes. Freuen Sie sich also gern darauf, welche neuen Erfahrungen ich in die Seminare mitbringe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie für sich die Zeit finden, Ihren persönlichen Erfahrungsschatz ständig zu erweitern, aktuell zu halten und für sich zum Thema Weiterbildung den Partner zu finden, der Sie optimal an dieser Stelle unterstützt. Gern freue ich mich über jedes Feedback, jeden Kommentar. Danke, dass Sie dabei sind und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.